Ja, heute gibt es noch mal ein Video zu einem Thema, das ich eigentlich schon mal angesprochen hatte, und zwar ein Video zur Formelsammlung. Ich habe mir aber gedacht, das macht schon Sinn, es noch mal separat zu behandeln, weil es eben auch immer wieder separat im Lehrplan auftaucht. Es geht um die kurzfristige und langfristige Preisuntergrenze in der Teilkostenrechnung. Ich habe hier ein Bild. Wir sind nämlich wieder ein Produzent von diesem Sessel, von diesem Stuhl. Das hatten wir schon mal in anderen Videos verwendet. Und dieser Stuhl besteht eben aus Holz, Leder und Metall, jeweils 10 Euro teuer. Das heißt, dieser Stuhl besteht aus variablen Stückkosten von 30 Euro. Das ist also der Materialwert. Und jetzt muss ich gleich einen kleinen Exkurs machen, den wir später brauchen. Zu diesen variablen Stückkosten könnte nämlich auch der Lohn gehören. Und jetzt muss man erstmal wissen, was überhaupt der Unterschied zwischen Lohn und Gehalt ist. Lohn bekommen die Leute in der Produktion und da sagt man, dieser Lohn ist den variablen Kosten zuzuschlagen. Das ist natürlich nicht ganz richtig, denn bei uns in Deutschland haben diese Leute ja auch Festverträge. Das heißt, wenn wir nichts produzieren, dann können wir nicht sagen, bleibt doch mal daheim, ihr kriegt dann auch kein Geld. Das wäre ja dann wirklich variabel. Wir produzieren nichts und hätten auch keine Kosten. Aber auf lange Frist stimmt es schon, dass die Lohnkosten den variablen Kosten zuzuschlagen sind, denn wenn wir eine lange Zeit mehr produzieren, werden wir auch mehr Leute einstellen. Und wenn wir weniger produzieren auf lange Frist, werden wir weniger Leute einstellen. Und das ist ja ein Indiz für eine Variabilität, dass sie sich eben erhöht, je mehr wir produzieren oder verringert, je weniger wir produzieren. Und jetzt gibt es da neben dem Lohn, also das sind nochmal die Leute in der Produktion, die Arbeiter, gibt es auch das Gehalt. Gehalt bekommen jetzt zum Beispiel die Büroangestellten, das ist ein wirkliches Fixgehalt. Das kommt monatlich mit einem festen Betrag. Ja, und bei einem Lohn ist das ja oft ein Akkordlohn. Vielfach ist da ja wirklich eine Leistungsprämie drin enthalten. Das heißt, je mehr Sie produzieren, desto mehr bekommen Sie auch. Also man merkt, da ist schon ein variabler Gedanke dabei, während das Gehalt eben von dem Buchhalter, sagen wir mal, wirklich fest bleibt und damit zu den Fixkosten zählt. Und jetzt ist die Sache ziemlich einfach. Wir haben jetzt hier variable Stückkosten von 30 Euro, auch wenn der Lohn nicht aufgeführt ist. Nochmal, er könnte hier dabei sein. In meinem Beispiel war er es jetzt eben nicht. Deswegen sage ich es dazu. Und jetzt wird es einfach. Die kurzfristige Preisuntergrenze sind eben immer die variablen Stückkosten. Hier abgekürzt eben mit kleinem k und v für variabel. Und jetzt merken Sie vielleicht, warum es so wichtig ist, nochmal die Sache mit dem Lohn nochmal explizit herauszustellen, weil bei diesen 30 Euro, die wir jetzt kurzfristig als Preis ansetzen könnten, wir könnten diesen Stuhl also wirklich für eine begrenzte Zeit nur für 30 Euro anbieten. Ja, und das können wir deshalb, weil eben nicht zuletzt auch die Lohnkosten dabei sind. Das heißt, wenn wir das mal für 2 Wochen machen, dann haben wir mal das ganze Material bezahlt, das der Stuhl eben hat. Und wir haben auch noch den Lohn dabei, der Arbeiter, die das produziert. Und dann können wir sagen, passt auf, für diese 2, 3 Wochen können wir das mal machen. Dann sind die Leute bezahlt, die kriegen ihr Geld, die sind in Lohn und Brot, wie man auch sagt. Ich habe meine Kosten gedeckt von diesem Stuhl, also kann ich das mal kurzfristig machen. Auf lange Frist geht es logischerweise nicht, das wissen Sie auch, denn auf lange Frist müssen alle Kosten gedeckt sein, nicht nur die variablen Stückkosten, sondern auch die fixen Stückkosten. Das ist dann die langfristige Preisuntergrenze und um die zu ermitteln, müssen wir noch ein paar Annahmen machen, nämlich hier diese Nebenrechnung. Gehen wir ganz einfach davon aus, dass dieser Stuhlproduzent jetzt fixe Gesamtkosten, deswegen das große K nochmal, fixe Gesamtkosten von 1000 Euro hat. Er produziert 100 Stück, dann hat er eben fixe Stückkosten von 10 Euro und jetzt lässt sich das leicht berechnen. Variable Stückkosten von 30 Euro, die fixen Stückkosten kommen dazu. Das heißt, die langfristige Preisuntergrenze wären 40 Euro. Dafür kann er das verkaufen, weil er eben alle Kosten gedeckt hat. Ja, und bei den Fixen dann eben auch das Gehalt seiner Mitarbeiter im Büro, vielleicht noch das Gehalt oder ganz sicher noch das Gehalt des Geschäftsführers. Da sind dann alle Leute bezahlt worden und deswegen könnte man diesen Preis langfristig halten. Jetzt ist es so, dass dieser Preis, die langfristige Preisuntergrenze, sich eben verändern kann. Denn Sie wissen, die fixen Stückkosten, die verändern sich ja mit der Ausbringungsmenge. Machen wir noch zum Schluss ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir würden jetzt keine 100 Stück produzieren, sondern der erhöht die Produktion auf 1000 Stühle. Ja, schon sind doch die fixen Stückkosten nur noch 1 Euro. Ja, und dann ist die langfristige Preisuntergrenze nicht 40 Euro, sondern eben 31 Euro, 30 Euro Variable. Plus diesem 1 Euro fixe Stückkosten, also 31 Euro. Und Sie merken, jetzt schlägt diese Fixkostendegression voll zu.
Das Gesetz der Massenproduktion, es bedeutet nichts anderes als, je mehr ein Betrieb produzieren kann, desto günstiger kann er das Ganze auch verkaufen und desto größer ist dann auch sein Wettbewerbsvorteil.